Zunächst darf ich gratulieren zu 100 Jahren Spitzenforschung hier am Leibniz-Institut. Wir blicken heute nicht zurück, wir blicken natürlich auch nach vorne. Und beim Blick nach vorne fällt mir Professor Hoffmann ein, wir haben mit ihm einen geglückten Neustart und deshalb die besten Wünsche für die Zukunft. Ich wünsche dem Leibniz-Institut, dass die Neuausrichtung gelingt. Das Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie ist ein neuer wissenschaftlicher Ansatz, der international Furore machen wird. Wenn die Ausgestaltung gelingt, wenn wir die besten Kräfte hierher bekommen. Hier findet Spitzenforschung auf Weltniveau statt. Darauf sind wir stolz und so soll es auch weitergehen. Herzlichen Glückwunsch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alles Gute von Herzen, weitere 100 Jahre großen Erfolg und vor allem großen Erfolg in den neuen Entwicklungen, den neuen Konstellationen. It's a tremendous achievement to have an institute endure over 100 years and create valuable knowledge that's benefited so many people today. It's really an honor to be able to come here. The work that they do is known around the world. Es geht um Ernährung. Es geht um die Frage, wie können wir immer mehr Menschen auf dieser Erde ernähren? Und da brauchen wir exzellente Forschung. Die wird hier gemacht. Ich wünsche in diesem Sinne Erfolg und gutes Gelingen. Das Institut ist für die TU München ein Booster für die Lebensmittelforschung im Gesamten. Campus Weihenstephan hat ja sich auf die Fahne geschrieben vor vielen Jahren, Lebensmittelforschung für den Verbraucher, gesunde Ernährung, schmackhafte Ernährung und Nachhaltigkeit. Und da passt natürlich das Leibniz-Institut hervorragend. Manchmal hilft eben zweimal mehr als einmal. Das ist wie bei dem Institut, in dem vor 100 Jahren der Theodor Paul den ersten Aufschlag gemacht hat, ich mache heute den zweiten, um das Institut auf eine neue Entwicklungsschiene zu bringen.